is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das reine Kennzeichen der Wahrheit. Geht durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Bitte beachtet folgende Punkte sorgfältig. Die Menschen, die das reine Kennzeichen der Wahrheit erhalten, durch die Kraft des Heiligen Geistes in ihnen gewirkt und durch ein Zeichen symbolisiert, das ihnen der Mann im Leinenkleid anbringt, sind jene, die seufzen und jammern über alle Gräuel, die in der Gemeinde geschehen. Leute, die über ihren geistlichen Verfall nicht betrübt sind und die wegen der Sünden anderer nicht trauern, werden ohne das Siegel Gottes sein. Nicht alle, die vorgeben, den Sabbat zu halten, werden auch versiegelt werden. Unter denen, die andere in der Wahrheit unterrichten, werden viele nicht mit dem Siegel Gottes bezeichnet werden an ihrer Stirn. Sie hatten zwar das Licht der Wahrheit, sie kannten den Willen ihres Meisters, sie verstanden jeden Punkt unseres Glaubens, aber sie hatten nicht die entsprechenden Werke vorzuweisen. Kein einziger von uns wird das Siegel Gottes empfangen, solange unser Charakter auch nur einen Flecken aufweist. Es bleibt uns überlassen, unsere Charakterschwächen loszuwerden und den Seelentempel von jeder Verschmutzung zu reinigen. Dann wird der Spätregen auf uns fallen, wie damals der Frühregen auf die Jünger fiel. Was unternehmt ihr, liebe Brüder, um euch vorzubereiten? Wer sich mit der Welt vereint, wird von der Welt geprägt und bereitet sich auf das Mahlzeichen des Tieres vor. Die Menschen, die sich selber misstrauen, sich vor Gott demütigen und ihre Seele reinigen, indem sie der Wahrheit gehorchen, bekommen die Prägung vom Himmel und bereiten sich vor, das Siegel Gottes an der Stirn zu empfangen. Wenn das Sekret verabschiedet ist und der Stempel aufgedrückt wird, dann wird ihr Charakter in alle Ewigkeit rein und fleckenlos bleiben. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Das Siegel Gottes wird niemals auf die Stirn eines unreinen Mannes oder einer unreinen Frau gedrückt werden. Es wird niemals auf die Stirn der ehrgeizigen, in die Welt verliebten Männer oder Frauen geprägt werden. Es wird niemals auf die Stirn verlogener oder unaufrichtiger Männer oder Frauen gesetzt werden. Alle, die das Siegel empfangen, müssen fleckenlos vor Gott stehen. Kandidaten für den Himmel. The Lord is coming. Are you ready?